Guten Tag, hier ist Besa und wir machen jetzt was? Wir lesen die BZ. Und nochmal herzlich willkommen bei Berlin Music TV Urban mit Basultan Hengst und Serk. Wir gucken uns das mal an. Guckt euch die an, lest mal, was gibt's denn da so? Allein gegen die Schleppermafia. Ich habe das leider nicht mitbekommen. Ich habe da gehört, irgendwie ist da irgendwas passiert. Aber ich habe davon überhaupt keine Ahnung. Serk ist da immer sehr schlau. Serk ist immer sehr schlau. Ich habe das mitbekommen. Da hat ein Brandenburger sich mit ein paar Kumpel zusammengetan, hat für ein paar tausend Euro oder ein paar zehntausend Euro ein Boot gekauft, das fit gemacht und ist jetzt dafür oder fühlt sich dafür zuständig, was ich auch sehr lobenswert finde, die ganzen Flüchtlinge, die über Boote nach, sag ich mal, in das sicherere Europa kommen wollen, dass die nicht vor die Hunde gehen, sondern dass sie aufgelesen werden und keinen Schriftbruch erleiden, was ich eigentlich eine wirklich unterstützenswerte Aktion cool. finde. Das heißt Sea-Watch, was er macht, das ist auf jeden Fall auch sehr lobenswert, finde ich auch gut. Also, ne, was sagt überhaupt zu der ganzen Flüchtlingspolitik oder die gerade hier auch in Deutschland stattfindet? Ich habe, als ich mich das letzte Mal dazu geäußert habe, auf meiner Facebook-Seite, ich war, glaube ich, einer der wenigen, die irgendwie, oder einer der ich habe mich relativ früh, sagen wir es so, über Pegida geäußert, weil ich das eine ganz, ganz komische Sache fand oder finde und habe ganz viele Facebook-Likes verloren, wo ich, es war so ein bisschen reinigend, war ganz gut eigentlich. Was ich lustig finde, sowieso, wenn du dich politisch äußerst auf Facebook, verlierst du immer Likes. Das rate ich ihn auch immer ab. Er redet mich ab. Aber ich empfinde, Religion, Politik, lass mal, wir machen Entertainment. Er kommt so in Rage und sagt, nee, ich muss das jetzt sagen. Was ich übrigens über Pegida sagen will, die soll mal, meine Tochter hat mich vorgestern Dad genannt, die soll mal bitte dagegen demonstrieren, dass sie auf einmal so mir englische Wörter den Kopf... Die du nicht verstehst. Weil ich bin der Herr Vater. Ne? Nee, ich finde halt, wenn man halbwegs politisch erzogen wurde und dann die Möglichkeit hat, gerade über Facebook mehr als 10 Leute zu erreichen, sollte man das auch tun. Ich meine, das machen die ja auch mit ihrem Gedankengut und genauso mache ich das mit meinem Gedankengut. Ja, ich fand es erschreckend, wie gesagt, wie viele Leute da auf die Straße gegangen sind, aber bevor ich noch mehr Likes verliere und ihn noch mit in diesen Sumpf reinziehe. Ja, er hat das ja auch miterlebt, ne? Eigentlich mit deinem homophoben Bild da, ja. Oder auch nicht. Hat viele erschreckt. Da hast du auch irgendwie gesagt, du hast 1000 verloren, aber 5000 gewonnen oder so an Likes. Ja, im Nachhinein muss ich aber ehrlich sagen, was ich dann rausbekommen habe, ist, dass Facebook sehr viele Leute gelöscht hat. Ach so. Deshalb habe ich mir auch. Fake-Accounts. Kam irgendwie gerade zufällig und habe mich darüber aufgeregt, aber das waren mehr irgendwie dadurch, glaube ich. Okay. Kann sein, weiß ich nicht. Aber ich habe. Paar verloren auf jeden Fall, aber dazu gewonnen eine Menge hübscher, neuer Facebook gefällt mir. Und so muss sein. Ja. Wir gucken uns das mal an. Cool. Macht mal auf hier. Achso, ja, ansonsten finde ich hier noch sehr schön Massenschlägereien der 6. Liga, direkt um die Ecke in Wilmersdorf anscheinend. Und dann gibt es ein gratis iPhone 6 für 44,90 Euro, Freunde. Unfassbar. So, wir schlagen mal auf. Mhm. Oh. Ja, gestern starben wieder Menschen im Mittelmeer. Das ist eine Katastrophe, finde ich. Habt ihr diesen Tagesthemen... Ausschnitt gesehen? Habe ich gesehen, ja. Der Typ hat, nur der Moderator, auch einen Kommentar hinterlassen. Fand ich sehr, sehr interessant. Wie er auch meinte, eigentlich regen wir uns alle darüber auf, aber wollen nicht irgendwie, dass diese Flüchtlinge in unseren Turnhallen übernächtigen. Ja, also da muss ich sagen, bin ich tatsächlich einer von denjenigen, die sich da komplett rausnehmen. Denn ich würde auch tatsächlich, wenn ich noch ein Zimmer mehr hätte, würde ich das auch gerne anbieten. Mhm. Genauso wie ich gerne die Turnhalle von meiner alten Schule, ich würde das gerne sehen, wenn da Leuten geholfen wird, weil ich finde halt, derjenige, der was hat, der ist verpflichtet, auch was zu geben. Mhm. Also, aber ich bin da. Ich finde, das sollte selbstverständlich sein. Oh. Also, ich bin für den Weltfrieden und ich will Miss World werden. Ja. Nee, wow. Aber es ist, ja, muss man halt wirklich nicht. Ich finde, das sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Deshalb war für mich Pegida halt auch so ein... Ja. Na, vielleicht finden wir noch was anderes in dieser Zeitung. Aber eins ist klar, es überwältigt einen auf jeden Fall. Wow. So, genau, da ist er wieder mit seinem eigenen Boot. Krass, guck mal hier. Da ist das Boot, was er aufgebaut hat. Oder wieder... Sehr cooler Atze. Und dann, ja, also ich hab letztens, ich weiß gar nicht, ich glaube vor einer Woche oder vor zwei Wochen habe ich so einen Bericht über den gesehen und fand es schwer beeindruckend. Mhm. Weil ich halt wirklich, vor allem ist der ja noch nicht mal, der ist Brandenburger, also ist nicht unbedingt der Seemann vor dem Herrn. Mhm. Und ich glaube Handwerker oder sowas ursprünglich gewesen, ne? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja, das ist die Knalleraktion und Respekt. Respekt, großen Respekt. Mega.
So, dann gucken wir mal. Wow, ist ja voll damit, ne? Ja. Sorry, es ist so an mir vorbeigegangen. Aber das ist doch auch komisch, wie erst die ganzen Zeitungen schreiben, diese ganzen Flüchtlinge. Dann gab es von überall auf die Fresse und jetzt auf einmal schreiben sie, die ganzen schönen Flüchtlinge. Ich finde unsere Presse relativ seltsam. Lügen, Presse. Ja, das ist ganz, auch ein ganz schlimmes Wort, wenn... Unwort des Jahres. Anonymous-Seite, ja, die von der Lügenpresse. Ja, das haben wir doch geteilt hier. Schöne Grüße an Raik Anders, Überarzt. Super gut. Ja, so. Hier wächst ein Wolkenkratzer. 33 Etagen, mitten am Kudamm. Geil, ich will die obersten 32 haben. Wo ist das? Weltstraße? Ja, auf jeden. Ich habe überlegt, da einen Kaffee aufzumachen. Haben wir letztes Mal darüber geredet, ja. Da drin, in diesem Wolkenkratzer? Ja. Ist doch da, oder? Nee, das ist doch hier woanders. Hier ist Gedächtniskirche. Ah, nee, ist woanders gewesen. Okay. Egal, guck mal aber da trotzdem nach. Aber egal, Kaffee aufmachen. Du willst einen Kaffee aufmachen? Ja, auf jeden Fall. Ist Gastronomie, ist so dein Ding? Ja, wir hatten drei Restaurants. Deswegen. Ja, und... da schlägt das Herz noch für. Ja, ein bisschen. S-Bahn bereitet Notfahrplan vor. Ey, dieses S-Bahn-Ding. Soll überhaupt mal einen Fahrplan vorbereiten. Der ist so unfassbar. Ich bin da raus, ich fahre seit 8 Jahren oder 10 Jahren kein S-Bahn, U-Bahn, irgendwas. Auto? Taxi. Taxi. Du hast ja keinen Führerschein, ne? Nee. Ich wohne direkt am S-Bahnhof und freue mich eigentlich immer über Ausfälle, weil dadurch ist nicht ganz so laut in der Wohnung. Aber ansonsten ist es schon krass, wie die S-Bahn jeden Winter total überrascht davon ist, dass es auch in Berlin oder überhaupt in Deutschland Minusgrade geben kann. Im Sommer sind die total überrascht, dass es auch mal wärmer als 15 Grad wird. Und also das ist, die S-Bahn ist irgendwie dauerüberrascht. Mhm. Ist eigentlich so ein bisschen Kinderüberraschung. Ist ganz geil. Ganz schlimm. Also du bist der Taxi-Boy. Ja, ich bin der Taxiboy. Ich bin aber auch jeden Monat so eine Tüte voller Rechnungen und ich muss unbedingt meinen Führerschein machen. Ich hätte mich schon, was weiß ich, für ein Auto holen können. Trauer. Was geht ab hier? Oh, das erinnert mich gerade auch an die Story mit Giad, ne? Der wurde jetzt auch leider ein bisschen angepiekst. Ne? Giad von Agro Berlin. Schießereien, Berliner Eckkneipe, 6 Kugeln. Du meinst maskulin. Ja, Giad. Ja, ne? Giad. Ja, genau. Giad, ist er bei maskulin? Keine Ahnung. Ja, der ist bei Flair, ja. Warte, das hat mir Desio geschickt. Oder Siggi. Irgendeiner hat mir das ist die Stammkneipe zum Holländer. Das ist die Stammkneipe von Playboy 51. Okay, 6 Kugeln in die Beine, dann entriss das Opfer dem Schützen die Pistole. Wow. Wie schafft man denn das? Stell dir, dann fühlst du dich doch wie He-Man, oder? Wenn du 6 Kugeln gefangen hast in dem Bein und dann reißt du, okay, dann war sie wahrscheinlich leer. War ein Revolver mit 6 Schuss oder so und dann, nee, aber das ist schon krass. Wer hat wen erwischt? Oh, das hier unten ist doch mal interessant. 4 Jahre Haft für Kinderschänder. Endlich mal mehr als 1,5 Jahre auf Bewährung. Mann rettet Hund vom Bahnrein. Wir sollten vielleicht, weil wir es gerade angesprochen haben, noch an dieser Stelle vielleicht nochmal sagen, ja, Giad, ne, dass ihm gute Besserung gewünscht wird. Gute Besserung, Dicker. Ist auf jeden Fall nicht eine coole Sache, dass man mitten in Berlin irgendwie von irgendwelchen Kindern, ich glaube, das waren wirklich 20-Jährige, die ihn da irgendwie überwältigt haben. Ohne Grund auch, ne? Die haben ihn irgendwie angepöbelt und dann sind sie auf ihn los und ich bin total gegen Gewalt und gerade auch Stechen und sowas. Wenn, dann soll man sich prügeln, wenn beide das wollen, wie früher. Aber gleich pieksen und dann, nee, ist nicht so mein Ding. Ein Kumpel von mir, dem wurde die Lunge zerstochen, weil er keine Zigarette abgeben wollte. Das ist so, hallo, warum? Kauf so schön diese Stadt auch ist. So. Ja. Aber es wird besser. Ja. Ich habe das Gefühl, es wird besser. Es war damals viel schlimmer, aber seitdem so viel zugezogen sind und es ist alles ein bisschen hipstermäßiger, ist ruhiger geworden. Dass die Leute sich auch gerade in Neukölln oder Kreuzberg aufbringen, früher, was ist hier los? Früher war es so geil. Nein, Mann, früher war es nicht geil. Jetzt ist es gut, weil jetzt kannst du deine Kinder da auch in den Hort schicken. Ne? Kreuzberg, das war früher. Weißt du, was jetzt cool ist? Man trifft sich am Kotti. Stimmt. Ja. Dicker, man trifft sich am Kotti. Man sagt, ey, wir treffen uns am Kotti. Chef, wurde das damals zu einer Braut gesagt, wir treffen uns am Kotti. Also, bist du verrückt? Ja, ich habe. Also und jetzt ist so ein Treffpunkt. Schon immer ganz cool. Aber ja, aber du weißt, was ich meine, mit den Fixern, mit den Gangstern da. Ja, so wie Bahnhof Zoo. Ja, und am Zoo treffen. Genau. Und jetzt ist es cool. Da. Ja. Weißt du? Jetzt ist es normal. Finde ich super. Soll gerne so weiter sein. 6 Kugeln mit einer aufgebohrten Schreckschusswaffe. Ich wollte noch mal ganz kurz das aufgebohrte Schreckschusswaffe und der Türsteher oder Rauschmeister, der selbsternannte Rauschmeister, 6 Kugeln treffen Ninos Beine, schmerzverzerrt. Mit letzter Kraft dringt er den Schützen nieder und entreißt ihm die Waffe. Der Täter flüchtet. Wow, Superman. Hier, der ist auch super. Ich lasse mich von niemandem einschüchtern. Der meint's ernst, Alter. Der meint's ernst. Wie Robocop, einfach weiterlaufen. Also, ja, Respekt. Alles Gute. Oh, ja, das ist interessant.
Ja, Josephine, ja, ist mit ihrem Onkel durchgebrannt. Ne? Mhm. Entlastet Onkel vom Missbrauchsvorwurf. Das, weißt du, dass sie mit dem durchgebrannt ist? Ja, klar. Mhm. Ja, die ist irgendwie Schau mit dem. Das. Oder sie liebt wirklich ihren Onkel. Okay. Mhm. Oh, ich mag meinen Onkel sehr, aber ich würde mit dir nicht durchbrennen. Mhm. Ja, ganz ja, krass, krasse ne? Story, ne? Mhm. Also, krass. 14 und er 47. Und die sind verknallt? Oh Gott. Ja. Und also Onkel und Nichte. Ja, aber Dicker, wie alt ist denn der, Alter? 47, ja, in der 40. Irgendwas läuft aber auf jeden Fall schief. Was sagen wir jetzt, wenn das wirklich Liebe ist und sie fühlt sich wirklich nicht missbraucht, ne, sondern das ist wirklich von beiden Seiten gewesen oder ist immer noch, ist schon... Ich glaube, da kommt der Oldschool-Vater in mir durch, der sagt, Kind, werd erstmal erwachsen. Mhm. Genau, das ist es. Ich glaube, die kann mit 14 gar nicht einschätzen. Ich habe das auch früh gehasst, wenn das die Älteren immer zu mir gesagt haben. Ja, ich weiß gar nicht, was Liebe ist. Aber, und so jetzt sagst du selber und von ja, daher aber wird sie wahrscheinlich ja so auch irgendwann. Ja. Also ich kann, ich muss eher sagen, also sie kann ich wahrscheinlich eher noch verstehen, weil sie in ihm so einen, verknallt. So einen, also so großen, aber ich... einen Halt sieht oder so, aber ich kann nicht verstehen, wie ein 47-Jähriger in einer 14-Jährigen ich habe mich, hab mich auch echt gefragt, was er dabei denkt, ne? Warum der sich eine 14-Jährige nimmt. Ich meine, das ist so eine Dominanz oder, weißt du, was geht denn in den Kopf da ab? So? Hm. Ich meine, wo die Liebe hinfällt, aber ist schon, also manchmal fällt sie echt doof. Hm. 14-Jähriger, ich kriege schon ab, wenn ich mit 18-Jährigen rede, weißt du, wenn ich die so kindisch finde. Ja. Na gut, wir haben hier Zigaretten geschmuggelt. Ist auch so ein Thema, ne? Kippen. Brauchst ja gerne. Immer, auf jeden. Also Serki und ich, wir rauchen eigentlich immer. Wie viel ging so bei der Produktionsphase weg? Alter, da richtig viel, weil wir auch richtig viel gesoffen haben, ne? Da haben wir echt, wir waren ungelogen jeden Tag besoffen. Das war morgens auf, ich bin überhaupt kein Freestyler, aber morgens um 8 oder sowas immer aufgestanden, irgendwie einen Gin Tonic gesoffen und dann ging es los. Ey, wir sind aufgestanden, wir haben gesoffen. Ey, das war so. Wunderschön war es, sag's doch. Es war wunderschön. Ne? Und hat man nicht mehr so oft, würde ich sagen, oder? 4 Kilo zugenommen in 3,5 Wochen. Ja, das war richtig Fettsack-Modus. Voll geil. Jeden Tag, von morgens bis abends. Ja. Oh Mann, ey. Hört man doch. Genau, wir müssen ein bisschen hier mal gucken, was so passiert. Ja, oh. Hier. Guckt ihr irgendwas im Fernsehen gerne? Ich gucke gar kein Fernsehen, ich gucke, wenn dann, übers Internet. Ansonsten, Fernsehen bin ich tatsächlich jemand, dem die Werbung so auf den Sack geht, dass ich nicht kann. Ich gucke auch sehr, sehr wenig. Eigentlich nur alles über Internet, YouTube. Ne? Ja. Ansonsten, was ich wirklich vielleicht regelmäßig gucke, ist Halligalli. Ansonsten gibt es da irgendwie nichts, was mich dann interessiert oder vom Fernseher zieht. Mhm. Ich habe gerade eine neue Serie, die ich gefeiert habe, Ripper Street. Aber guckst du nicht im Fernsehen, oder? Guck ich nicht im Fernsehen, guck ich über legale Streaming-Portale. Cool. Mein Fernseher ist tatsächlich, ich bräuchte kein DVB-T, DVB-C oder sonst was. Die Berliner ziehen sich durch den Kakao. Ja. Ganz Berlin zieht sich durch den Kakao. Die zwei von der Zeitmaschine. Berliner Programmierer Johannes Christmann und Riad sind mit ihrer historischen Expeditionssimulation für den Deutschen Computerspielpreis nominiert. Naja, herzlichen Glückwunsch. Wow, Dicker, läuft richtig, Alter. Mhm. Oh, das, guck mal, das ist genauso, wie heißt denn das Spiel? Das ist so krass. Minecraft? Minecraft? Ach so. Minecraft? Ja. Heißt das so? Ne, das geht alles wieder zurück in dieses, wie nennt man das, diese verpixelte? 8-Bit-Schrott. Ja. Das sieht aus wie damals der Atari, wenn du hier im Dschungel darüber gesprungen bist. Ja, aber das ist wieder in. Monkey Island. Vintage kommt zurück, alles. Vintage, ja. Darf ich weiter blättern? Ja, bitte. Wir müssen auch zum Ende kommen, hier mal. So, Massenschlägerei. Sparta-Spieler fürchtet um sein Augenlicht. Wow. Alter. Guck dir das an. Okay, gleich das so, tut mir leid. Aber nee, ich habe eigentlich nur, weil ich sehen wollte, weil das in Wilmersdorf passiert ist. Ich wollte wissen, Randale bei NRSC gegen Lichtenberg. Ich wollte nur wissen, auf welchem Platz, aber dann ist es ja okay. Ah, komisch, oder? Warum das immer in den. Also, warum hat Fußball immer was mit Prügeln zu tun? Reicht es nicht, wenn die Jungs auf dem Platz schwitzen? Warum müssen generell Sport, oder? Nee, Mann. Beim Eishockey, Alter? Eishockey hat ja damit zu tun, dass du haust du mir auf die Fresse, bist du cool, haust du mir nicht auf die Fresse, kriegst einen Puck rein. Aber Fußball hat ja eigentlich nichts mit auf die Fresse hauen zu tun. Volleyball, Freunde, guck Volleyball, spiel. Na klar. Da geht's doch nicht um Boxen. Beim Eishockey geht's darum, dass du den anderen ausnockst, damit du selber rankommst. Na, jeder auch, da kennst du Gattuso nicht, Alter. So. Oh, ich merke gerade, dass Zeitung, ich lese überhaupt keine Zeitung, ich weiß auch warum. Ja, aber, ja. Komisch, ne? Das ist bei YouTube geht's viel schneller, ne? Oder Facebook, siehst du was? Video, gar nicht viel überlegen, Augen nicht so viel, weißt du? Ah, okay, Infos. Mhm. Geil. Sport, also ich bin leider, Sportteil wäre bei mir das Erste, weil ich finde Fußball relativ uninteressant. Mhm. Ich finde irgendwie jeglichen WM Sport. Nee, noch nicht mal da. Ich gucke gerne am 1. Januar Neujahrsspringen. Mhm.
Skispringen. Wow, einfach, Alter, ja, Digga. Hast du damals Sven Hannawald gesehen, wie er da... Ich habe sie alle gesehen. Wow. Und ich bin... was? Ja, Digga. Okay, ich hau mich dann schön morgens mit einem Ei im Glas und einem großen Schluck Wasser vor dem Fernseher. Da gucke ich eigentlich das einzige Mal Fernsehen und gucke mir das Neujahrspringen an. Na gut, ich habe letztens mit Ali ganz viel über Fußball geredet. Mit wem? Mit Ali. Welcher Ali? Unser erst guter Junge-Neuling. Ja. Echt, ja? Mhm. Ach der hier, voll nämlich, süß aber Ali. Ja, ja voll süß aber Ali. Der ist auf jeden Fall krasser Fußballfan. Ja, von Bayern, ne? Mhm. Ja, ich weiß ja, ich verfolge da seine Twitter-Seite. Und das heißt, den Sportteil können wir auslassen. Gibt es im anderen Video. Ja. Aber guck mal, kommen wir jetzt hier auf die Nuttenseite? Die war doch gerade da. Die war gerade da? War schon eine Nuttenseite. Alter, wo hast du die? Da hast du die schon wieder. Ah. Mhm. Clubs, Shops und Kinos. Modelle gesucht, Digga. Wir haben uns wirklich früher mit 16, 17 mit Orgi, Bushido und so, wir haben uns stundenlang mit den Seiten beschäftigt. Da gab es ja nichts anderes. Gab's ja nicht. Heute kannst du ja im Internet richtig so aussuchen. So. Mhm. Ja. Das ist noch interessant. WLAN zum Mitnehmen. Aus China kommt der mobile Router M7350 für bis zu 15 Geräte. Nice. Pam. Geil. Ja, was aus kostet China. Sowas? Was glaubst du? Ach, schon ab 110 Euro. Geht doch. Ja, Hallöchen. Mhm. Der Router kann sogar am Fahrradlenker befestigt werden. Das wie geil hier. Verletzt bei Candy Crush. Boah, krass. Geil. Ein 29-Jähriger aus Kalifornien zockte 8 Wochen lang rund um die Uhr das Smartphone-Spiel Candy Crush Saga. Immer mit der linken Hand, während er mit der rechten Hand arbeitete und aß. Folge: extrem schmerzhafter Riss der Daumensehne. Kurios, beim Spielen spürte der Mann keine Schmerzen mehr. Ja, und das gab es auch damals mit Playboy. Mit Gameboy. Siehst du jetzt, mit Gameboy. Ja, auf jeden Fall. Ne, Gameboy-Daumen. Ja, genau. Ja, auf jeden. Habe ich auch nie gezockt. Wow, ich aber den Gameboy erst, als er out war. Für 5 Euro auf dem Flohmarkt gekauft. Also dann lieber reißen bei Gameboy als statt bei Candy Crush. Ja, ja, krass. Cooler. Zockst du Spiele übers Handy? Nö, eigentlich. So im Taxi? Nee, eigentlich auch nicht. Ja, ab und zu muss ich hier so ein Anna-Elsa-Spiel spielen, was ich auf dem Handy habe. Habe auch 2 Spiele für meine Tochter. Ansonsten, nee. Ich zock generell wenig. Bobby, okay. Christina endlich aus dem Koma wacht. Ach! Aber du hast ja eine Playstation oder so, ne? Ja, aber ich zock auch da. Ich bin auch FIFA und so eine Sachen. Ich bin so schlecht, Alter. Ja, Digga, ich auch. Ja, das ist auch mal eine schöne. Ja, Bobby, Christina endlich wieder aus dem Koma. Ist alles okay bei ihr oder ist da ein bisschen Sabber-Alarm? Was ist mit Bobby, Christina? Was ist in Koma gefallen. Aber wegen was? Ja, wegen ihrem Ex-Typen, oder? Ja. Ja, na klar. Und deshalb durfte er die auch nicht besuchen, ne? Ja, ja, die hat doch die irgendwie geschlagen, oder? Alter, ja. Happy Birthday, du bist ein Hurensohn. Aufgewacht. Haus Atlanta entdeckt worden. Also, die 22-Jährige war Ende Januar leblos in der Badewanne ihres Hauses bei Atlanta entdeckt worden. Bobby ist die einzige Tochter der 2012 ebenfalls leblos in einer Badewanne gefundenen Soul-Diva Whitney Houston. Mhm. Okay. Ja, krass. Also gut. Ist ja schön. Ja. Und Wrackteile geborgen. Das war auch ein krasses Ding, ne? Mit der German Wings. Mhm. Bam. Ja, aber man merkt, keiner redet mehr drüber, oder? Das ist doch so viel. Ja, normal dieses Alltagsgeschäft wieder mit der Presse. Also es ist, ich weiß, dass ich in meinem Freundeskreis und auch so in meinem Bekanntenkreis, wir reden immer noch ganz viel darüber, weil man ja doch öfter mal fliegt und ich habe selber mal bei Lufthansa gearbeitet und also für mich ist es immer noch ein sehr aktuelles Thema. Ja. Vor allem, weil ich es halt wirklich schwer finde, irgendwas dazu, also diesen Faktor kannst du halt irgendwie nicht so richtig ausklammern, der da die große Rolle gespielt hat, glaube ich. Und deshalb... Ja. Unsere Zeitung, das ist Fastfood, alles ist Fastfood. Schlimmer war das, wo wir auch vorhin geredet haben, was bei Facebook dann passiert, das ist alles manipuliert und das ist vom FBI und so hin, oh, das war so ganz schrecklich. Und dann waren von einem YouTuber, der hat ein Video rausgebracht, Reik Anders hieß der. Und der hat erstmal klargestellt von dieser wie heißen die? Diese Anonymous-Seite hat er so ein bisschen auseinandergenommen, weil Anonymous kam halt, also kann ich nur jedem empfehlen, Reik Anders. Wie war das? Warum Merkel so dreist lügt oder so? Ich kann dieses Video jedem nur empfehlen, denn dieser Titel täuscht ein bisschen darüber hinweg, dass er dieses ganze Ding wirklich lächerlich und scheiße findet, wie aus allem immer eine Verschwörungstheorie gemacht wird. Und er ist perfekt, also er macht es perfekt, genauso wie ich jedem empfehlen möchte, die Anonymous-Seite auf Facebook nicht zu liken. Mhm. Weil das wirklich, das ist auch so eine scheiß Pegida-Nazi-Seite. Und das ist, einfach, das ist Bullshit, was die labern. Großer Bullshit.
So, damit bin ich mein Kram. Ja, aber schön, wie ihr auf diese Seite irgendwie gekommen seid. Aber hier steht eigentlich Frühjahrsputz fürs Liebesleben. Ah, ja, warte. Bitte. Merkt man daran, dass ihr älter geworden seid, dass euch irgendwie, weiß ich nicht, Brüste nicht mehr so interessieren wie früher? Ja, das geht halt, ich glaube, das hat nichts mit älter zu sein. Ich meine, du, ja, ich, wenn du Titten sehen willst, gehst du ins Internet. Gehst du wieder ins Internet. Also Internet. Wobei ich nicht so der Titten-Typ bin, ne? Ich bin mehr der Arschtyp, ja, okay. Mich ja. stört der so ein bisschen. Warum? Und deshalb kann ich dann, na warum? Weil er... Hast du was gegen Männer? Jetzt geht der Shitstorm wieder los. Ich habe auch öftermals mich gefragt, wenn Leute so homophob sind, ne, warum sich einen schrubbern, wenn die Pornos sehen und dann hängen dann die so Eier so dabei, weißt du? Viel geiler, mein Bruder. Die können sich ja drauf ein, weißt du, und sehen doch einen Schwanz die ganze Zeit. Was, also, kommt auf an, auf was sie sich konzentrieren, oder? Ich würde auch sagen. Keine Ahnung, oder? Nee, aber ich finde es viel geiler, wie mein Bruder vor Jahren, als ich noch bei Orgi gearbeitet habe, wie er meinte, Mann, ich verstehe nicht, warum ihr alle so homophob seid und so, aber euch gegenseitig beim Bumsen zuguckt. Gangbang, und ja. So, genau, Gangbang und hier und da im Hotelzimmer da und da mit dem Kumpel zusammen die Olle geknallt und so. Aber wenn es darum geht, so nackte Männer, Gott, eklig. Und das, ich finde es perfekt eigentlich, dieses Beispiel. Daraufhin habe ich aufgehört, in Hotelzimmern mit Kumpels Mädchen zu bangen. Mhm. Nein, Quatsch. Nee, also es war einfach. Aber homophob tatsächlich nicht, aber ich finde, der lenkt mich irgendwie ab. Mhm. Und sie ist von ihrem Arm verdeckt und. Ja, deswegen gehen wir alle ins Internet. Ja, sieht hübsch aus als und wir. Das war's. Und das feiern wir nicht. Arsch ist auch wirklich interessanter. Es ist ein Timbabil. Und es ist ein hübsches Baby, muss man sagen. Und ich muss ehrlich sagen, das ist eine sehr, sehr hübsche Frau. Also auf die. Jessica Biel. Ey, unfassbar, das ist genau mein Typ so. Mhm. Ja. Und Justin Timberlake. Wunderschön. Auch mein Typ. Mhm. Ach ja, hier. Auch nochmal. Oh. Was ist eine schlimme Nachricht? Ich finde, die BZ war diesmal. Ich bin sehr geschockt. Also, das ist auch, wenn mir Leute irgendwelche Links schicken und dann klickst du drauf, kennst du das? Und dann wird irgendjemand geschlachtet. Und da, ich muss mir danach immer so Bambi-Videos angucken, wie die auf Eis ausrutschen oder so, damit ich wieder schlafen kann. Ich bin da wirklich sehr sensibel. Und selbst da weint man. Ja, wirklich. Wenn die Mutter stirbt. Wisst ihr, es gibt so eine Liste mit den schlimmsten Filmbösewichten. Ja. Und da ist der Jäger, der Bambi erschossen hat. Das sieht man gar nicht, oder? Ich weiß es nicht, aber der ist irgendwie in den relativ im hohen Ranking. Ich glaube, Platz 7 oder so. Krass. Der Jäger, der Bambi erschossen hat. Geht auch Filmbösewicht. Gar nicht. Auf jeden Fall Trauer. Naja, BZ. Ich dachte, muss ein bisschen lustiger nächstes Mal werden. Bitte. Nächstes Mal machen wir lustiger auf jeden Fall. Naja, aber auf jeden Fall danke ich euch recht herzlich. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Ja, ihr könnt auf jeden Fall hier noch die anderen Videos anschauen. Und zwar das Interview und einmal die Kommentare. Ja, und euch viel Spaß.